Guys, willkommen zurück bei Europa Universalis 4. Wir haben nur noch 17 Jahre virtuelle Jahre vor uns. Oh, so viele Piraten hier in im Ärmelkanal. Das müssen die Franzosen sein. Oh, lieber, ich habe vergessen, wir haben hier noch einen Händler frei. Die können wir hier gleich nutzen. Schicken wir mal dorthin. Profit maximieren, ja. Ich glaube, das war hier, oder? Nein, das war der Frederik Augustus. Mensch. Kevin, was machst du? Was ich alles mache, das ist echt schlecht. Wir können ja auch immer hier mal sortieren. Wer hat hier denn am meisten? Wo haben wir denn hier eine Händler? Unterwegs ändern, Kongo. Wie heißt diese Type? Wo ist eigentlich die Handelskarte? Ich mache ja eigentlich normalerweise alles über die Handelskarte. Ich bin ja kein Freund von diesem Ding hier. Ich glaube, die Handelskarte muss ich hier erst wieder einschalten. Wo ist denn die Handelskarte? Nein, da ist die nicht. Die Handelskarte. Da ist die Handelskarte ganz oben, okay. Normalerweise mache ich immer alles hier über dieses Menü hier. Dann sieht man gleich ja auch alles besser. Was den Handelseinfluss angeht. Eigentlich könnte man hier einen rüberschicken. Ja, schickt man den freien mal hier hin. Frederik Augustus. Ja, du kommst jetzt darüber. Okay, und jetzt wieder die politische Karte rein. Politisch, ja, okay. Oh Gott, es tut mir leid, dass es hier jetzt so leckt, aber wie gesagt, es werden hier nebenbei sehr viele Berechnungen durchgeführt. Ja, das ist so, als würde ich wahrscheinlich jetzt hier nebenbei ein Video hochladen oder beziehungsweise rendern. Und das dauert halt, ne? Das sind sehr viele Daten, die hier berechnet werden. Jede einzelne Provinz, das sind über mehr als ja, 5000 Provinzen, die hier gerade einzeln berechnet werden. Es sind alles es sind hier viele Länder, die hier berechnet werden. Einheiten werden hier nebenbei berechnet. Alles wird hier nebenbei berechnet, ja. So ist es halt im Late Game nun mal, ne? Da ist es halt nun mal leckhaft. Und hier sind mamelukische Nationalisten bei den Osmanen. Interessant, interessant. Aber ich glaube, die werden nicht viel erreichen können. Hey, wollen wir Venedig angreifen und das Italien hier vergrößern? Was, oh, verbündet mit Schwedisches Reich. Na gut, die Schweden, die sind hier fleißig am Erobern. Es kann sein, dass sie dann hier das hier erobern, damit sie hier wirklich die gesamte Ostsee erobern. Ach ja, wir können jetzt ja bald die Franzosen angreifen. Ja, mal wieder sich an unseren alten Freunden ein wenig laben. Laben klingt jetzt aber auch falsch, ne? Wir können ja eigentlich ihre Administration infizieren. Haben wir noch ein Spionagenetzwerk, was hoch genug ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich sollte sie aber jetzt nicht so leichtfertig den Krieg erklären. Ich schicke sie mal vorsichtshalber mal hinter die Festungen, nicht, dass sie da überraschenderweise attackiert werden. Erstmal möchte ich nämlich schauen, was sie alles hier an Truppen haben. Ja, ihr könnt eure Truppen wieder zurück nach Europa schicken. Ich brauche euch hier nicht in Benin. Vor allem Benin, ihr dürft hier gar nicht sein. Doch, ihr dürft hier sein. Hä? Warum kontrollieren die hier? Warum kontrolliert ihr hier Gebiete? Habe ich euch befohlen, das hier zu erobern? Na gut, dann bleibt dort. Wenn es euch glücklich macht. Bleibt dort. Das ist alles okay.
Ah ja, richtig. Ich dachte, ich könnte ja jetzt hier... Ne, wobei, ich habe keine Grenze zu Yao. Ach, ich will Yao auch gar nicht angreifen. Ja, das ist im Krieg gegen die Niederlande. Wir könnten hier theoretisch die Gebiete dann hier verbinden, wenn wir hier erobernd haben, aber... Ich bin eigentlich schon zufrieden mit meinem Reich. So, jetzt können wir Frankreich wieder angreifen. Ja, unsere Truppen sind soweit in Position. Hier müssen wir aufpassen. Hier sind 55.000 in Paris, in ihrer Hauptstadt. Aber naja, jetzt kontrollieren wir hier diese Schlüsselfestung und uns fällt es nicht mehr so besonders schwer, hier wirklich die Gebiete hier zu besetzen. Verbündet sind sie weiterhin mit den Savoyen und den Japanern. Das ist nicht so tragisch. Wir haben jetzt Aragon auf unserer Seite und noch die Österreicher, die würden uns auch helfen. Ja, in dem Sinne führen wir jetzt weiter erneut diesen Krieg gegen unsere Freunde. Und schauen, was sie alles hier machen. Ja, der Krieg ist jetzt wieder in Gang gesetzt und ja, zahlenmäßig ist immer nach wie vor im Vorteil. Die Japaner werden jetzt wahrscheinlich hier Ryukyu angreifen. Ne, die Insel hier. Hier sind Koreaner. Oh, hier sind viele Koreaner. Und Mandschuken hier auch. Alter, jetzt bricht Russland auseinander. Ich sehe schon. Oiraten, Mongolen. Ja, die Oiraten, die haben nur noch eine Provinz hier. Ne, zwei sogar. Das sind zwei Provinzen. So, hier kommen Seeschlachten, die unser Juniorpartner hat die Flotte der Franzosen besiegt. Wir haben ja aber auch die mächtigste Flotte der Welt mit unseren Verbündeten zusammen. Industrielle Urbanisierung erneuert wieder. Ja, diese wollen, die sind jetzt hier und greifen die Österreicher an. Die Österreicher haben hier auch ein Rebellenproblem. Ich wundere es, dass die jetzt hier nicht uns angreifen. Wahrscheinlich wollen sie erst Österreich aus dem Krieg raushauen. Wir könnten eigentlich die 25.000 nutzen, die wir hier haben. Wobei es kann sein, dass hier Rebellen entstehen. Ja, die Chance ist recht hoch. Dann lasse ich sie doch mal erstmal dort und benutze die Flotte hier, um die französischen Schiffe hier anzugreifen. Nicht, dass sie da irgendeine Invasion starten. Ach ja, die kann ich eigentlich runterschicken. By the way, was wollen wir eigentlich in diesem Krieg haben? Wir könnten hier Flandern erobern. Das wäre eine Option. Damit würden wir den Franzosen hier diese nördlichen Grenzgebiete hier abschlagen. Damit hätten die keine direkte Grenze mehr zu Großbritannien. Oder wir holen uns die südlichen Provinzen hier und verbinden uns mit den Aragonesen. Das ist jetzt natürlich alles nur so eine höchst theoretisch gesetzt, diese Eroberungen. So könnten wir es eventuell machen. Wenn wir wirklich alles durchziehen werden, diesen Krieg hier. Ja, das werden die Osmanen wahrscheinlich nicht mögen, oder? Na, es geht. Die Westspanier würden das nicht mögen. Lothringen ebenso. Ja, ist alles halt nur hypothetisch, ne? Alles hypothetisch, also. So könnten wir es machen. Das wäre schön, dann hätten die Franzosen nur noch dieses Küstengebiet hier in Flandern, was sie dann als Grenze für eine Invasion nutzen könnten. Dann könnten wir vielleicht in einem nächsten Krieg denen das hier rauben, dann hätten wir komplett unsere Ruhe, dann hätten die Franzosen keine Küste mehr am Mittelmeer, am Atlantik, aber noch am Mittelmeer. Wir könnten aber auch den Aragoniern hier eine Überland, also hier ein Über Ne, halt hier so ein direktes Gebiet hier rüber nach Italien geben.
Dann könnten die ihre Provinzen besser verwalten. Das wäre auch eine Option. Da müssten wir halt noch die Savoyen hier ein bisschen was erobern. Die Frage ist natürlich, wie weit wir das machen können, ohne dass eine Koalition gegen uns entsteht, ist klar. Ja, wobei, hier ist Österreich noch im Weg. Aber Österreich ist eh unser Verbündeter. Ja, also wir hätten hier viele Optionen, viele taktische verschiedene Optionen. Wir könnten hier natürlich auch den Franzosen noch weitere Überseegebiete hier klauen. Zum Beispiel Madagaskar, was gerade hier unsere Truppen hier was gerade hier ein paar Gebiete besetzt. By the way, wir könnten hier eigentlich auch. Ja, das sind die Franzosen hier wieder. Mit ein paar Truppen dabei gerade hier unseren Kongo zu besetzen. Erstmal zerstören wir die letzten Eingeborenen hier. Und haben jetzt auch für den Rest des Spiels unsere Ruhe vor denen. Ja, sammeln wir die mal dort. Und die Aragonesen, die haben hier bereits die savoyischen Gebiete hier besetzt. Und eigentlich könnten wir die Truppen hier nutzen und hier rüber schicken. Wir haben jetzt, ja, oder die Franzosen haben sich hier einen Zugang anscheinend geholt, deswegen können wir jetzt durch die Niederlande laufen. Ach, und anscheinend haben sie auch einen Zugang von Portugal bekommen. Das heißt, wir können die jetzt auch hier rüber schicken. Wahrscheinlich wollen die jetzt hier runter mit ihren 2000 Truppen da. Nein, ich wollte die ja hier haben für Rebellen, genau. Um Rebellen aufzuhalten. Ja, hier werden unsere Truppen gerade ziemlich heftig angegriffen. Aber die Aragonesen schlagen sich tapfer, aber jetzt ziehen sie sich taktisch aber jetzt zurück. Ja, die Österreicher bauen neue Truppen. By the way, Venedig hat hier einiges von denen besetzt inzwischen. Augsburg ist in Lothringen weiterhin. Ja, jetzt könnte man eigentlich hier mit den südlichen Truppen hier mal langsam ein paar Stiche reinsetzen. Oder wie es. Ja, oder wir machen es anders. Wir gehen jetzt hier mal etwas agiler vor. Nein, die bleiben besser mal dort. Es kann sein, dass die dann uns angreifen. Wir schicken die jetzt mal da drüber. Ja, Johanniterorden, Plündern wieder einiges. Sollen sie das ruhig machen? Mir ist das doch egal. Ist mir alles egal hier. Es tut mir leid, dass ihr gerade mit weniger als vielleicht 10 FPS hier zuschauen müsst, aber wie gesagt, die Berechnungen, ne? So ist das nun mal bei diesem Spiel. Da ist es noch mal ein bisschen laggig im Endgame, wenn man recordet. Ja, hier sind unsere Truppen verbunden. Jetzt greifen wir die mal hier an. Ja, geht mal hier rüber. Hier auch. Sind jetzt bei Corks da und ein Framerate-Zusammenbruch wieder. Ja, die Performance, die ist gerade nicht gut. Ich gebe es zu, ich entschuldige mich auch dafür. Aber für die kurze Spielzeit sollte es eigentlich nicht so tragisch sein. Wir haben ja nur noch so 18 Jahre. 18 Jahre? Ja, sind 18 Jahre. Vorhin habe ich gesagt, es sind 17, da habe ich mich wahrscheinlich getäuscht. Eieiei, warum haben die jetzt hier so eine hohe Moral? Das finde ich nicht gut. Ach so, die haben die Truppen hier gedrillt. Alles klar, das erklärt es natürlich. Naja, Paris ist schnell besetzt. Ah ja, sehr schön, wir haben hier das hier auch noch erobert. Dann können wir mal die hier angreifen, damit die Franzosen mit ihren Schiffen hier raus müssen. Hier kämpfen Österreicher in den Alpen gegen Franzosen und gewinnen. Ja, jetzt müssen wir hier aufpassen mit unseren südlichen Truppen, die könnten angegriffen werden. Die schicken wir jetzt mal zurück. Paris ist bald besetzt. Könnten ja eigentlich hier auch versuchen, mit den Eroberungen
ein paar Missionen zu erfüllen. Ja, das hier zum Beispiel, aber das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wäre aber cool. Ja, ich glaube, ich versuche das hier noch abzuschließen in diesem Let's Play, wenn wir es wirklich schaffen sollten. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange wir noch spielen, wie lange wir noch die Franzosen hier angreifen können. Nein, entfernen. Ich muss halt das erobern, was hier ab, was hier gerade blinkt. Das finde ich ganz gut gelöst, dass die Provinzen hier blinken, die man hier erobern muss. Ah, brauche ich diese Provinz? Ja, die brauche ich. Ich kriege ja aber nicht mehr. Diese eine Provinz fehlt mir noch. Dann könnte ich's machen. Naja, schauen wir mal, wie sich der Krieg entwickelt, ne? Und Paris ist erneut gefallen. Inzwischen ist es, glaube ich, Routine in Paris. Und wurden wir schon wieder von den Briten besetzt? Ja, wir wurden schon wieder von den Briten besetzt. Oh nein, oh nein. Ja, wo wollen die hin? Wollen die irgendwas angreifen? Nee, die wollen sich irgendwie zurückziehen. Ich weiß es nicht. Ach, die nerven einfach nur mit ihren Belagerungen da jetzt in Afrika. Das ist doch... Das ist doch... Ach Gott, das ist... Ja, das ist einfach nur eklig. Ach, das ist Ödland, da komme ich nicht rüber. Das ist Ödland. Seht euch das an, wie langsam die Zeit gerade vergeht. Das ist ja... Boah. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Es sind halt sehr viele Berechnungen da. Was ich machen könnte, wäre vielleicht eine Mod zu aktivieren, aber... Naja, es sind eh noch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wenn es wirklich noch länger dauern sollte... dass wirklich kaum Jahre vergehen, dann werde ich die Mod vielleicht noch installieren, aber ich denke mal, die letzten 18 Jahre, die halten wir schon noch aus. Wir sind jetzt hier eben Krieg so, zur Zeit, da ist es ewig, dass die Zeit ein bisschen langsamer vergeht. Nicht, dass wir da irgendwelche Schlachten verpassen. Okay, jetzt gehen wir mal darüber. Österreich versucht hier die Provinz hier zu befreien, die von den Revolutionären erobert wurde. Warte, wieso kämpft Ungarn an unserer Seite? Ist Ungarn etwa... Ja, Ungarn ist... Okay. Ungarn hat eine PO mit Österreich. Hier greifen die Aragonier die Franzosen an, nur mit 1000 Truppen. Ah, jetzt kommen da ein bisschen mehr dazu. Jetzt, wo wir sie auch angreifen. Jetzt, ja. Die Schlacht von Armagnac. Jetzt haben sie das hier aber ordentlich verstärkt, aber wir kriegen jetzt hier auch Truppen dazu. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir sind weiterhin unterlegen. Solange wir den Franzosen mehr Verluste zufügen als wir, ist alles gut. Ja, die Schlacht haben wir jetzt verloren. Macht nichts, es gibt Schlimmeres. Jetzt warten wir mal, bis die Franzosen irgendwas machen, irgendeinen Fehler oder sowas. Hier sind weitere Savoyen. Wie sieht's aus mit Japan und die Verbündeten von denen?
Beide bei, wahrscheinlich haben die Japaner jetzt hier Ryukyu erobert. Jetzt können wir hier aber die vorletzte diplomatische Technologie erforschen. Nämlich überlegenes Schiffsdesign. Der Bau von Schiffen, die geringfügig schneller als die jene unserer Gegner sind. Auch wenn das Ausmaß dieser zusätzlichen Geschwindigkeit derart zu vernachlässigen ist. Der Bau von Schiffen, die geringfügig schneller sind als jene unserer Gegner. Auch wenn das Ausmaß dieser zusätzlichen Geschwindigkeit derart zu vernachlässigen ist, dass es keine militärische Bedeutung hat, kann demnoch für Selbstvertrauen bei unserer Mannschaften sorgen und unseren Feind davor warnen, sich uns in einer ausgeglichenen Schlacht zu stellen. Mein Gott, ein Satz, viele Kommas und ja, ich habe sie schon erwähnt, ne? Langsam ist langweilig. Flottenmoral erhöht sich, Unterhalt erhöht sich. Nicht schön. Und wie sieht es aus mit Ryukyu? Ryukyu wird nicht besetzt von den Japanern. Die Japaner haben keinen Bock, uns anzugreifen. Alles klar. Finde ich gut. Finde ich gut. Solche Verbündete bräuchten die Osmanen. By the way, wie sieht's aus mit dem russisch-osmanischen Krieg hier? Wahrscheinlich leckt es deswegen, weil die Osmanen und die Russen hier gerade... Alter, fast ganz Russland ist besetzt und Russland hat jetzt hier auch noch Rebellen. Bauern? Boah. Die Russen, alter Schwede. Alter Schwede. Ja, die Schweden haben hier auch was besetzt, ja. Naja, vielleicht, wenn die Russen wirklich, die Osmanen wirklich viel von den Osmanen, von den Russen erobern, vielleicht können wir ja eine Koalition dann gegen die bilden. Wie sieht es eigentlich aus koalitionstechnisch? Gibt's auch hier. Ich hoffe, ich finde die Karte. Wenn nicht, dann lasse ich es gut sein. Wetter, Klima. Koalition. Warum ist denn? Naja, finde ich gerade nicht. Ist ja auch nicht so tragisch. Ich denke mal, wir werden das schon sehen, wenn da eine Koalition sich gegen die bildet. Ja, wir sollten die Schlacht schnell beenden. Hier kommen 93.000 Franzosen dazu. Alter, warum haben die jetzt eigentlich hier so eine hohe Moral? Vorher war das doch nicht so der Fall. Haben die alle ihre Truppen gedrillt oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sind sie gleich da mit den 90.000. Jetzt sind sie da. Jetzt müssen wir uns zurückziehen. Das läuft gerade nicht so gut. Aber die Truppen sind gerade besser als unsere. Wieso kann ich sie nicht abbrechen, die Belagerung? Also muss ich hier nach Süden fliehen. Ja, wir können die Kuh nicht ewig melken. Ich dachte es mir schon. Franzosen, die sind uns jetzt überlegen, militärisch. Ich hab auch ehrlich gesagt vernachlässigt, hier meine Truppen weiter zu drillen. Wahrscheinlich sind sie hier viel weiter als wir. Und das bereitet uns jetzt etwas Schwierigkeiten. Ja, jetzt besetzen sie Paris. Was macht Aragorn eigentlich? Ach, Jungs, ihr nervt mich hier mit euren sinnlosen Besetzungen. Frankreich hat Barry besetzt. Ja, jetzt befreien die hier die Gebiete wieder. Ja, ich war zu gierig. Ich geb's zu, ich war zu gierig. Und jetzt... haben wir hier langsam einen Rückschlag. Obwohl wir die Aragonesen auf unserer Seite haben. Was machen die eigentlich die ganze Zeit mit ihren Truppen? Die Österreicher belagern jetzt hier das hier von den Savoyen. Da sind die Aragonesen hier im Süden aktiv. Das könnten wir jetzt eigentlich auch hier machen.
Truppen haben sich ja inzwischen erholt. Die ziehen uns jetzt hier mit unseren Truppen mal zurück. Nicht, dass sie da unsere Truppen hier zerstören. Es dauert ja etwas, bis die Belagerungen dann alle fertig sind. Paris können wir später wieder zurückerobern. Das werden die Franzosen jetzt wieder von uns befreien. Ah ja, es ist schön, dass die Österreicher und die Ungarn und die Ostspanier, ich sag dauernd Aragonesen, eigentlich sind es Ostspanier, dass die Ostspanier hier versuchen, Savoyen hier etwas zu belagern. Das könnte uns vielleicht helfen, weil wenn die Savoyen draußen sind, dann sind die Franzosen alleine. Ja, Paris haben jetzt verloren. Ich glaube, ich sollte die Truppen auch hier retten. Hier leiden wir einiges an Zermürbung. Ja, ich warte jetzt mal ab. Ich warte erstmal ab, wie viele Truppen da noch kommen. Also momentan, jetzt schicken sie die Truppen nach Süden, um hier die Savoyen zu unterstützen. By the way, wir können jetzt hier die angreifen. Die stehen hier völlig alleine da. Aber jetzt kommt hier Verstärkung rüber. Aber nicht rechtzeitig. Jetzt ziehen wir uns wieder zurück. Hinter uns auf Festung. Die Franzosen werden uns jetzt nicht mehr erreichen können. Nein, die sind zu langsam. Und ja, das haben sie jetzt auch gemerkt. Oh, da ist ja gar keiner. Und jetzt gehen sie wieder zurück. So, ich hoffe nur, dass die Österreicher hier möglichst viel besetzen, dass wir die Savoyen heraushauen können aus diesem aus diesem Krieg. Ach, geht sogar jetzt schon. Ja, das erleichtert es natürlich für uns, dass wir hier diesen Krieg hier, können wir das fordern? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Nein, aber ich bin froh, dass sie jetzt endlich draußen sind aus diesem Krieg. So, damit haben die Franzosen weniger Truppen zur Verfügung. Jetzt sind noch die Japaner und die Franzosen da. Die Japaner sind ja eh gerade nicht aktiv, also man kann sagen, dass nur die Franzosen alleine auf sich gestellt sind. Und die haben ja weniger Truppen als wir. Schweden hat inzwischen auch nicht mehr so viel Truppen. Frankreich, wo sind denn eigentlich die Russen? Wie viele Truppen haben die Russen denn jetzt? Gar keine mehr, oder? Niederländisch-Kolumbien. Russisches Reich hier. Die haben weniger als unsere 13 Kolonien, die Russen. Wären ein ideales Angriffsziel. Aber wie gesagt, ich will sie nicht angreifen. Man könnte sie natürlich jetzt angreifen, ist klar, aber wie gesagt, ich habe es ja schon im letzten Part erwähnt. Ich finde es nicht besonders schön, wenn mein Reich so, ja, so komisch ist. Und ja, der Krieg ist anscheinend vorbei. Die Russen haben jetzt hier ein paar Rebellenprobleme. Bei ihrer ausgedehnten Lage werden sich wahrscheinlich hier ein paar Nationen abspalten. Die Russen kontrollieren diese Provinz. Ist ja auch historisch auch so der Fall. Ich glaube, diese Provinz haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg erst bekommen. Ja, wobei, ja, stimmt. Also historisch was ist es doch nicht der Fall, aber geografisch ist es aktuell. Bloß das hier gehört den Russen auch heute. Was Frankreich besetzt? Was hat Frankreich besetzt? Ach, egal. Ach, Mensch. Nervt mich mit euren Minitruppen. Ach Schweden, ihr nervt mich auch mit euren Beschuldigungen. Waffenstillstand Tokio ist beendet. Ja, und Aragorn setzt jetzt hier, nachdem die Savoyen besiegt worden sind, jetzt wirklich viel mehr Truppen gegen die Franzosen. Hier wird übrigens gekämpft, unsere kanadischen Freunde gegen die Franzosen. Und
hier werden wir angegriffen von 133.000 Feinde. Ja, das tut weh. Wir können die Schlacht auch nicht vermeiden. Autsch, da werden wir es... Ja, wir haben die komplette Armee verloren. Scheiße. Das war wirklich gut gemacht von den Franzosen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke mal, gegen unsere hohe Zahl werden sie bald Probleme bekommen. Österreich hat hier was besetzt. Hier, Mogul greift jetzt auch die Russen an. Heilige Krieg definieren sie als Casus Belli. Ja, jetzt gerät hier alles schon langsam außer Kontrolle. Aber ihr seht es, wenn es irgendwelche Opferstaaten gibt, ne, werden diese wirklich von allen angegriffen. Ich habe es ja schon erwähnt. Es kann sein, dass die Franzosen bald zu einer revolutionären... Was? Ey, ihr seid doch Drecksäcke, oder? Meine Kolonien niederbrennen. Sonst geht's euch gut. Meine Siedler töten. Das kann ich echt nicht akzeptieren, jetzt hier. So. Großer Palastbau. Die Franzosen scheinen uns nicht zu mögen. Ich frag mich warum. Die haben angefangen. Glaube ich. Vor hunderten von Jahren. Ach nee. Ach, das ist das, was ich befürchtet hatte. Aber dass da so viele kommen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Alter, wie kann das sein, dass die so eine hohe Moral haben? Das kann doch nicht nur der Amidre sein, oder? Elan. Was ist Elan? Hab ich Elan? Nein, ich habe keinen Elan. Wahrscheinlich versucht das Spiel, die Franzosen ein bisschen stärker zu machen, weil sie eben so viele Gebiete an uns abtreten mussten. Und ja, es wird hier alles besetzt. Wo haben die denn ihre 100.000 Truppen jetzt hin? Die hatten doch irgendwo 100.000 Truppen, oder? Wo sind denn die jetzt hin? Naja, ich beschwere mich nicht. Aber ich wundere mich nur, wo die jetzt sind. Ach, da hinten sind sie. Was machen die da hinten? Naja, gut. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Sollen sie da hinten sein? Was auch immer die da hinten vorhaben. Ich meine, ihr Hauptland wird gerade besetzt. Nur so als Hinweis. Ich hasse euch. Warum musstet ihr meine Kolonie zerstören? Jetzt werde ich euch zerstören. Es tut mir leid, aber ihr habt angefangen. Mit allem. Mit dem gesamten Krieg und so. Diese ewige Rivalität. Die Rivalität wird nie enden. Bis einer von beiden vernichtet ist. Aktuell sind wir gerade in der besseren Position. Leider kann man hier in EU4 keine Nationen alle komplett annektieren. Das würde ich mir schon wünschen. Ich finde aber, das sollte man mit so richtig heftigen Strafen dann... Ach, die Japaner greifen jetzt hier Australien an. Jetzt sind die Japaner nicht mehr so faul. Und Ryukyu haben sie jetzt auch besetzt. Alles klar. Die Japaner haben jetzt aber wirklich Lust auf diesen Krieg. Haben Blut gewittert, kann man sagen. Ja, es wird nicht lange dauern, dann ist komplett Frankreich besetzt.
Goetheschuss Reich hat Anjou besetzt, Sansibar besetzt. Wollen wir Paris eigentlich besetzen? Ja, ich glaube, ich definiere jetzt mal ein anderes. Also ich will das Paris von euch, das will ich haben. Main will ich haben aus. Ja, so könnten wir es machen. Lothringen. Ja gut, Lothringen. Soll mich Lothringen den Krieg erklären, ist okay. So vielleicht, so. Da gibt es doch hier eine Mission. Unterwerft Frankreich, oder? Da. Was bräuchte ich denn dafür? Ja, das könnte ich mir holen. Nemours, Paris und Valois. Valois. Whatever. Ja, das ist da mehr eigentlich auch nicht, ne? Ja, so könnte man es machen. Jo, so ist perfekt. Ich glaube so, das reicht. Paris, ihre Hauptstadt besetzen. Einfach, um denen zu zeigen, so, Frankreich, wir haben euch wieder besiegt. Ja. Joan der Arx Opfer war sinnlos. Die setzen jetzt hier Gebiete. Ich hoffe, die Aragonesen können das handeln. Yes, Ryukyu, hilft mir. Ich brauche eure Hilfe. Ach, ihr könnt es eh nicht besetzen. Ihr seid weniger als 1000. Also die kann ich ignorieren. Die sind harmlos. Die können nicht einmal Gebiete besetzen. Ich kann sie jetzt aber hier... Ja, jetzt machen sie eine Afrika-Reise. Nach Tunesien hoch. Ich frag mich echt, was die Franzosen jetzt hier vorhaben. Wollen die jetzt etwa hier durch die Osmanen und hier meine Kolonien angreifen oder wie? Ja gut, wenn die meinen, das bringt denen was. Aber bis sie da sind, ist der Krieg schon vorbei. Musik, die mag ich nicht. So, ja. Bald haben wir's. Sind die Franzosen so harmlos wie wie der pazifische Rebellenaufstände und die vorletzte administrative Technologie, revolutionäre Ideale. Diese närrischen Revolutionäre denken, sie könnten einfach Jahrhunderte des Fortschritts in die Mülltonne der Geschichte klopfen und alles im Namen solch absonderlicher Konzepte wie Freiheit und Gleichheit. Wir werden sie besiegen, indem wir den bewährten und getesteten Plan umsetzen, jene Teile und Stücke ihrer Ideen zu stehlen, die uns gefallen. Plus 5 verfügbare Staaten. Hier ist nix. Nein. Das könnten wir machen. Ja. Sambia. Das können wir auch machen. Atacora. Nein. Das geht auch. Uganda. Nein. Das geht auch. Die Bretagne. Nein. Das geht auch. Bunjoro. Ja, das war's, oder? Das war's, ja. Jetzt brauchen wir neue Sitze. Dann machen wir Uganda zu einem Sitz. Was noch? Das kann man zu einem Sitz machen. Und das hier. Ach, hat schon einen Sitz. Das hat auch schon einen Sitz. Ein Beppa. Okay.
muss diese neuen Gebiete hier umwandeln. Jetzt können wir hier noch einen neuen Berater uns holen. Ich glaube, wir sind so militärisch im Nachteil, weil wir eben auch technologisch hier im Nachteil sind. Vielleicht sollten wir unseren Fokus auf Militär jetzt setzen. Ja, wir machen auch nur 2 plus pro Monat, das erklärt es natürlich. Wir sollten uns wirklich hier einen Dreier jetzt ergönnen. Damit wir hier wirklich wieder mehr Militärpunkte reinkriegen. Damit wir militärisch nicht mehr so auf der Kippe stehen. Jawohl, mehr Geld aus Kanada. Wo sind denn die Franzosen mit ihren 100.000 Truppen hin? Sind die ins Exil geflüchtet schon mal? Oder was haben die vor mit ihren Truppen? Wollen die vielleicht hier irgendwie... Ich vermute stark, die wollen hier nach Afrika irgendwas machen, aber das ist doch Schmarrn. Oder wollen die die Truppen hier rüber schicken, nach Indochina? Keine Ahnung. Oder wollen die Japaner helfen? Wollen die die Truppen nach Australien schicken, um Australien anzugreifen? Aber da brauchen sie eine Flotte, ne? Die haben ja keine Flotte dort. Ach, keine Ahnung. Jawohl, jetzt können wir den Frieden hier durchsetzen. Wollen wir noch was holen? Nein, okay. Ja, das sollte auch reichen. Wir besetzen Paris, die Hauptstadt der Franzosen. Das wäre der dritte Krieg, den wir gewonnen haben gegen die Franzosen. Und die Mission hätten wir erfüllt. Wir haben Frankreich erneut unterworfen. Erhebt einen Anspruch auf das Herzogtum von Frankreich. Ihr Adel wird die Köpfe beugen oder sie verlieren. Jetzt kriegen wir Kongression eines Siegers für 15 Jahre. Also bis zum Ende des Spiels. Kostenreue Behandlung ist um die Hälfte reduziert, Regeneration Rückgriffsreserve plus 20. Und Prestige kriegen wir dazu. Ja. Und erneut muss ich Frankreich dem britischen Reich beugen. Was ist denn jetzt eigentlich die neue Hauptstadt der Franzosen? Nur so als Hinweis. Hier im Norden anscheinend. Das ist die neue Hauptstadt. Cambresis. Auch eine Grenzprovinz von uns. Ausländisches Talent. Machen wir das da. Ja, jetzt haben wir hier einiges zu koren. Kriegen wir unsere Truppen hier noch rüber? Müsste eigentlich gehen. Ja, es geht noch. Nach wie vor. Christopher Middleton. Soldaten fühlen sich wohl, wenn sie wissen, dass ein guter Mann die Operation leitet. Christopher Middleton ist wohl der größte militärische Kopf, den unsere Nation jemals erlebt hat. Sein Ruf wird weiter als unsere Grenzen reichen. Ja gut, wir haben schon maximal Prestige. Seine Anstrengungen werden mit der gesamten Nation bewundert. Im Prinzip ist es unabhängig von unseren Eigenschaften, die wir hier haben, egal was wir hier nehmen. Jetzt machen wir hier weiter und wir können hier weiter ein bisschen Gebäude bauen. Wir könnten in Paris vielleicht eine bessere Festung bauen. Paris ist schon maximal ausgebaut, da müssen wir etwas abreißen. Oder wir verbessern die Provinz. Ach, zerstören wir die Mühle dort. Bauen hier ein Militärkomplex, nicht dass die Pariser oder die Franzosen versuchen sich ihre Hauptstadt zurückzuerobern. Das ist ja wohl die Höhe. Unser Schiffzug gefällt mir langsam richtig gut.
Ja, also mal angenommen, wie würde denn... Einen Krieg könnte man noch führen gegen die Franzosen, 5 Jahre vor Ende des Spiels. Ne, 6 Jahre vor Ende des Spiels. Alles klar, die Kolonie ist fertig. Wo ist denn jetzt unser Kolonist hin? Ist immer noch dabei hier. Ach, da ist er. Dann schicken wir den wieder heim. Ach, und bauen das wieder neu auf, nachdem die Franzosen es zerstört hatten. Aber die haben dafür schon ihre Strafe jetzt bekommen, ne? Ich glaube, es gibt nichts Demütigeres, als die Hauptstadt an die Briten zu verlieren für die Franzosen. Und es da eine Festung darauf zu bauen. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt gehabt, wir werden uns an die Franzosen rechnen, und zwar richtig hart. Und ich habe es ja auch jetzt gemacht, ne? Anscheinend war es doch besser, dass wir damals uns für den Seeweg entschieden haben. Wir hatten ja damals die Wahl, wollen wir die Mächte der Meere nutzen oder die Mächte unserer Armeen. Wir haben uns damals fürs Meer entschieden, haben dann expandiert. Und ja, das ist jetzt nun der Lohn, den wir haben. Wir haben jetzt da viele Kolonien hier. Überall auf der Welt, und ja, sind, soweit ich weiß, noch die mächtigsten. Sind wir noch die mächtigsten? Ja, nein, die Osmanen sind jetzt die mächtigsten. Ja gut, aber ich kann sie, wie gesagt, nicht angreifen. Jetzt haben sie hier noch einen Krieg aufgemacht gegen die Chinesen. Alter Schwede. Ich glaube, Krieg ist ihr Leben. Aber im Prinzip, ja, die Russen haben jetzt auch keine Verbündeten. Ich könnte jetzt, wie gesagt, wenn ich wirklich Dreihard spielen würde, dann würde ich die Russen jetzt wirklich angreifen, aber ich mache das jetzt nicht. Die Schweden haben hier beide Boy jetzt hier den Weg blockiert, wir können die Russen jetzt nicht mehr angreifen. Jetzt werden die Osmanen wahrscheinlich die Russen hier weitere Provinzen hier abstreitig machen in den nächsten Jahren, aber ich, das hätte ich auch machen können. Aber ganz ehrlich, das macht mir dann keinen Spaß mehr. Dann sollen die Osmanen ruhig ganz Asien kontrollieren. Hauptsache, ich sehe dann schön aus. Ich glaube, die Osmanen werden auf Dauer die ganze Welt beherrschen. Die werden sich wahrscheinlich jetzt hier in Asien weiter ausdehnen. Und wenn sie das dann haben, dann werden sie wahrscheinlich hier Europa angreifen. Auf Dauer jetzt, wenn wir wirklich diesen Krieg noch weitere 500 Jahre durchsetzen würden. Also dieses Spiel meine ich. Na, aber ja, ich bin schon zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Von daher möchte ich jetzt nicht groß jetzt neue Fronten hier aufmachen. Wir selber könnten ja auch einfach so andere Nationen angreifen, wenn wir das wollen, aber ne, wäre natürlich eine spielerisch gute Lösung. Ja, wir können jetzt auch Kastilien angreifen, wir sind jetzt mächtig genug dafür. Aber ich finde, man sollte das Let's Play langsam ausklingen lassen, dass man langsam mal anfängt, nicht mehr so viel anzugreifen, dass man sich nur noch auf einen Feind konzentriert. Man könnte jetzt natürlich so jetzt einen auf Hardcore-Spieler machen und alles angreifen, was irgendwie schwach erscheint. aber so einer bin ich nicht. Und hier gibt es Rebellen in Schlesien. Mein Ziel ist es ja gewesen, hier in diesem Let's Play die Franzosen zu besiegen, und das haben wir geschafft. Ne, Weltherrschaft ist natürlich auch eine schöne Sache, aber ne. EU4 macht Spaß mit den Zielen, die man sich selber setzt. Und ich finde, ich setze meine Ziele so, dass sie nicht übertrieben sind. Eine Weltherrschaft hatte ich schon mal, mit dem jüdischen Reich habe ich mal die Weltherrschaft errungen. Aber ich finde, nach einer Zeit, nachdem man die ganze Welt erobert hat, nach so die Hälfte aller Provinzen, die ich schon hatte, da war es langsam langweilig. Ne? Und
Ja, ich setze mir gerne in EU4 so kleine Ziele. Zum Beispiel jetzt hier, am Anfang haben wir uns ja das Ziel gesetzt, hier Großbritannien zu erobern, haben wir dann auch geschafft. Dann haben wir uns eine Kolonie hier in Nordamerika geschaffen, die dann weiter erweitert. Ja, also nicht gleich so große Ziele setzen wie die Osmanen, ne? Einfach alles erobern, was irgendwie schwach erscheint, ne? Das haben die nämlich gemacht. Die haben alles angegriffen, was irgendwie schwach erschien. Haben uns als Verbündeten gehabt. Dadurch konnte ich sie natürlich auch gut nutzen. Ja, aber ja, jeder hat seinen eigenen Spielstil. Welcher der besser ist, wahrscheinlich der von den Osmanen ist wahrscheinlich auf Dauer besser, aber er macht mir persönlich keinen Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich lieber so ein chilliger EU4-Spieler bin und nicht immer gleich den höchsten Schwierigkeitsgrad nehme. Ne? Deswegen spiele ich auch gerne auf sehr leicht, damit ich wirklich nicht wirklich auf mich auf dieses ja, auf dieses Ernstspielen fixieren muss. Ja, dass ich wirklich Perfektion erreichen muss in diesem Spiel, dass ich wirklich alles angreifen muss, was schwach erscheint. Ich finde, das finde ich schon ein bisschen, ja, das raubt auch schon das Rollenspielelement, ja. EU4 lebt mit den Zielen, die man sich selber setzt. Und wir haben unser Ziel erreicht und darauf bin ich stolz. Und ja, jetzt haben wir nur noch 13 Jahre in dem Spiel. Und die werden auch bald vorbei sein und dann ist das Let's Play auch abgeschlossen. Und mit einem Erfolg. Wir sind zwar nicht auf Großmacht Rang 1, wenn wir es beenden werden, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass wir es schaffen, ja. Weil, ich bin schon stolz, dass ich das Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad normal spielen konnte. Ich hatte sonst immer nur auf sehr leicht gespielt, ja. Und ich habe auch recht gut gespielt in diesem Let's Play. Finde ich persönlich, also. Ja, also ich habe auch ein bisschen Rollenspiel mit eingebracht, dass ich quasi auch immer bestimmt habe, dass der Anführer quasi seine Entscheidungen trifft. Das hat mich natürlich auch ein bisschen runtergesetzt bei ein paar Entscheidungen. Ja, genau. Widerspenstigkeit, die Teilnahme an anglikanischen Gottesdiensten. Achso, das hatten wir schon mal. Nee, das hatten wir noch nicht. Die Teilnahme an anglikanischen Gottesdiensten ist im Britischen Reich obligatorisch. Widerspenstigkeit wird mit hohen Geldstrafen belegt. Eine Person, die für schuldig befunden wird, muss alle Besitztümer, Ländereien, Wohnhäuser, Erbschaften, Renten und sonstige Zusicherungen aufgeben, die es zu Wohlzwecken ist. Jedoch aufgrund der bloßen Anzahl potenzieller Wiederholungsfälle schwierig und deshalb sollten wir unsere Bemühungen auf die am meisten betroffenen Straftäter konzentrieren. Papismus ist ein besonders schweres Verbrechen, da der Papst die Legitimität des Kaisers leugnet. Müssen auch gläubige Katholiken und somit alle Katholiker als Verräter am Staat betrachtet werden. Radikale Nicht-Anglikanisten wie die Puritaner können ebenfalls durch diese Gesetze gerichtet werden, sollten sie zu weit von den etablierten Lehren der Kirche abweichen. Das Gesetz erzwingt die Einheitlichkeit des religiösen Glaubens kann aber auch dazu verwendet werden, um Fraktionsbildungen innerhalb des Hofes zu verhindern. Das kleinste Anzeichen von Widerspenstigkeit kann den Ruf eines jeden am Hofes zunichte machen. Naja, ich bin ein humanistisches Reich. Von daher macht Sinn, wenn ich auf politische Bedrohungen gezielt ziele. So, jetzt wandeln wir weiter Camp um uns um. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Ah ja, sehr schön. Meine Truppen sind hier fertig. Jetzt können wir hier... Ach, die Argonesen haben das schon selber geschafft. Ah, alles klar. Alles klar. Okay, alles gut. Alles gut. So, wir haben jetzt unser Spionagenetzwerk auch auf 100 gebracht. Jetzt können wir hier wieder die Inflation... die administrative Dingens infiltrieren. Und sehen wieder, was die Franzosen haben. Die haben hier... Ja, 100.000 Truppen weiterhin. Hier haben die noch Truppen. Das chinesische Reich
greift hier die Bengalen an. Das wird wohl der Grund sein, warum sie jetzt im Krieg gegen die Osmanen sind. Wie viele Truppen haben die Osmanen eigentlich? 600.000, die haben doppelt so viel wie wir. Ja, die Osmanen werden auf Dauer die Welt erobern. Wir sollten selber aber auch ein paar Truppen jetzt bauen. So. Ach, wir haben sehr viel Geld. Schöne Sache. Bauen wir hier noch ein paar Gebäude. Ja, ich spiele jetzt nicht mehr so aggressiv wie sonst immer. Jetzt würde ich natürlicherweise jetzt nur Rekrutierungszentren bauen, aber ne, ich habe mein Ziel schon erreicht. Ich spiele, das ist alles nur extra Material, was ihr jetzt seht. Ich spiele jetzt eigentlich nur weiter, damit das Display nicht als abgebrochen zählt, kann man sagen, ne? Damit wir zu einem schönen Ende kommen, dass die Briten quasi hier die Franzosen besiegen konnten. Nach Jahrhunderten von Jahren. Jetzt will Polen-Litauen auch noch was vom von den Russen haben. Ja, jetzt greifen alle die Russen an, weil sie eben schwach erscheinen. Das ist ja das, was ich schon erwähnt habe. Alle Nachbarn haben jetzt da die Russen angegriffen. Die Japaner waren wahrscheinlich auch, ja, die waren auch schon im Krieg gegen die Russen. Ne, das könnte ich jetzt natürlich auch machen, aber es macht mir ehrlich gesagt keinen Spaß. Jetzt habe ich hier mein Reich, was so schön gerade aussieht, mit irgendwelchen Exklaven hier zu verschandeln. Das ist nicht mein Spielstil. Und unser König ist gestorben. Frederik der Erste ist nun unser neuer König. Ein recht schlechter Herrscher. Administrativ ist er ganz gut, aber... Ja, wobei die 3D ist auch ganz gut. Aber, ja, diplomatisch ist er recht schlecht. Wie viel kriegen wir jetzt denn dazu pro Monat? 2. Na gut, okay, wir brauchen auch nicht mehr so viel. Wir haben eh nur noch eine Technologie und dann brauchen wir eigentlich gar keine Punkte mehr. Hier, die Ideen haben wir ja auch schon fertig, also es ist schon okay. Dann haben wir noch eine neue Entscheidung. Wir können Freibeuter anheuern. Bis zum Ende des Spiels. was hat denn der für eine Eigenschaft? Er ist verschlossen. Das heißt, er ist eher so... Ja. Er ist eher so... ne. Er sagt niemandem was. Er ist eher so der geheime Typ. Also wäre ich jetzt wahrscheinlich Eroberer gewesen als König, hätte ich wahrscheinlich noch einen Krieg gegen die Russen gestartet, aber... Ne. Ich halte mich ein bisschen zurück, was das angeht. Wie alt ist denn der Herrscher? Der ist auch schon uralt, also ja... Es kann sein, dass wir dann sogar die Personalunion verlieren, wenn wir jetzt keinen Nachfolger haben. Das habe ich jetzt auch nicht überdacht. Sollte man eine Staatsehe eingehen mit Aragorn und so weiter. Na, dann mit Aragorn geht es wahrscheinlich nicht mehr. Vielleicht mit Österreich. Ach, haben wir schon. Frederik der Erste und das englische Volk. Der Aufstieg von Frederik dem Ersten wurde von mosaischen Volk in unserem Kaiserreich gut aufgenommen. Aber die englische Bevölkerung sieht ihren neuen Kaiser mit etwas Misstrauen. Für sie ist er in vieler Hinsicht ein Mann mit fremden Bräuchen und Angewohnheiten. Alle englischen Provinzen im britischen Reich erhalten plus 2 Unruhe. Das ist nicht schön. Und hier sind Revolutionäre in Rom wieder. Wo haben wir denn unser Schiff, unsere Flotte? Was gibt's denn, wo hab ich den... Hä, hey, wo stehen die denn? Wo ist denn meine Flotte? Da ist meine Flotte, mein Gott. Ach, hier waren sie, okay. Dann eröffnen wir eine neue Debatte und zwar... Das hier.
Fördern werde ich jetzt nicht. Und ja, wir können jetzt bis zu 500.000 Truppen bauen. Machen wir das mal. Da wir hauptsächlich jetzt nur noch gegen die Franzosen vorgehen werden, machen wir das natürlich hier. Jo. Und euch kann ich ja eigentlich, kann ich hier euch rüberbringen? Nein, geht nicht, schade. Theoretisch könnten wir Tunesien wieder angreifen, damit wir hier Tunis besetzt haben. Wie lange dauert das denn noch? 2 Jahre. Ja, dann warten wir noch ein paar Jahre. Ach ja, Tunesien hat hier übrigens hier auch. Ah nein, das ist Westspanien. Okay. Und neue Truppen werden gebaut. Das Spiel fängt immer mehr zum Laggen an. So, jetzt können wir hier noch ein paar Gebäude bauen. Guirat will einen Militärzugang, damit sie hier gegen Kastilien hier vorgehen können. Sollen sie das machen? Die Chinesen, was machen die Chinesen? Ja, die sind, verteidigen sich hier gerade. Das sind Japaner. Die Japaner greifen die Chinesen an. Interessant. Nehmen wir mal das da. Eigentlich können wir jetzt hier wieder den Handel starten. Lange bis wir hier, ja, wobei die Flotte, die werden wir jetzt ja auch militärisch nicht mehr so krass benutzen. Jetzt, da wir den Franzosen hier viele Küstengebiete geraubt haben. Und eine neue Idee. Halt, nein, wir wollen ja hier militärisch weiter forschen. Das heißt, ich blende das mal aus. Zoll auf Baumwolle. Nein. Steuern wir nicht, sonst bildet sich nur die USA, wenn wir das so häufig machen, weil da kann es sein, dass sie hier ein hohes Freiheitsbestreben haben und sich dann uns abspalten. Das Haus York. Mit der Vereinigung von Friedrich I. und Anne haben wir nicht nur einen Ehepartner gefunden, sondern auch einen neuen Verbündeten in unserem Reich. Die Yorks sind eine alte und einflussreiche Familie und ihr Sitz in Falklandinseln ist ein Juwel des Kaiserreichs. Natürlich muss unsere Freundschaft in beide Richtungen gehen und es wird erwartet, dass Anne für ihre Familie spricht, wenn unser Kaiser solchen Rat sehr sorgfältig in Erwägung zieht. Und wir haben einen neuen Thronfolger, George William. Ein recht zuverlässiger Erbe. Der wird unser Reich wahrscheinlich bis ins, bis ins 20. Jahrhundert leiten, wenn er gut drauf ist. Nachlassende Standards. Unsere Anwendung von Seegefechtsanweisungen hat uns ermöglicht, furchterregende Blockaden feindlicher Küsten zu inszenieren. Aber momentan werden unsere Matrosen etwas faul. Ja, wir können nicht erwarten, dass sie ständig Höchstleistung erbringen. Ja. Freie Beute, die lassen wir mal. Abnehmende Macht des Adelsstands. Ja, wieder so ein Adel-Event.
Ja, die Überdehnung ist von uns nach rechts hoch. Aber sie baut sich bald ab. Sobald wir Paris gekort haben, sollte das eigentlich wieder geregelt sein. Und die Festung in Paris, die ist auch bald fertig. Ah ne, die ist schon fertig, genau. Das ist nur die Umwandlung, die ich da gerade gesehen habe. Und Litauen möchte gerne Soldaten haben. Ja, ich glaube, ihr braucht die Soldaten gar nicht. Ich denke mal, ihr schafft es auch so gegen die Russen. Ach, das Land wird dann auch wieder so hässlich aussehen. Ne? Das wird dann hier wahrscheinlich hier... Ach, Gott. Ja, die Russen sind jetzt hier der Punching Ball der Welt. Und Gewehre. Shit, das habe ich nicht durchgelesen. Ich kann es jetzt auch nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Ich habe es jetzt übersprungen. Aber jetzt müssen wir von jeder Technologie nur noch einmal eine Technologie erforschen. Also von jeder Art nur noch eine Technologie erforschen. So, ja, und wir haben weiterhin noch unser goldenes Zeitalter. Das endet in 5 Jahren allerdings. Architektonische Entwicklung. Unsere Nation durchläuft derzeit eine umfassende Entwicklung auf dem Gebiet der Architektur. Zahlreiche monumentale Gebäude, architektonische Wunder und andere Bauten wie Aquädukte und Schulen werden errichtet. Aquädukte? Jetzt um diese Zeit? Okay. Das unterstütze ich auch, wenn es jetzt ein paar Darlehen aufmacht. Ja, jetzt haben wir noch 10 Jahre und die Osmanen sehen jetzt uns als Rivalen an. Tja, jetzt hassen sie uns. Und das ist nicht gut. Bräuchten wir neue Bündnispartner, um uns vor denen zu verteidigen. Gujarat wäre eine Option. Sofala wäre auch eine Option. Im Prinzip brauchen wir auch keine diplomatische Machtpunkte mehr. Ja, ich glaube, die wollen uns jetzt bald angreifen. Schweden würde wahrscheinlich mitmachen, Katsina auch. Jao, weiß ich jetzt nicht. Jao mag uns eigentlich. Bengalen wahrscheinlich eher nicht. Ja, es wird jetzt noch interessant werden. Jetzt mal angenommen, die greifen uns an. Was würden die denn angreifen? Wahrscheinlich hier würden sie ziemlich hart vorstoßen und hier. Und wahrscheinlich hier den Kongo. Das heißt, wir sollten vielleicht hier ein paar Festungen bauen. So vielleicht. Nee, ich glaube, hier ist besser. Da muss ich aber erstmal hier was abreißen. Die Kirche braucht keiner. So vielleicht. Damit hätte ich diese Gebiete hier schon mal abgegrenzt. Dann müsste ich hier noch was bauen. Es kann auch sein, dass uns Schweden jetzt angreift und die Osmanen damit reinzieht. Das geht natürlich auch. Das würde ich sogar Schweden eher zutrauen. Naja, aber ich habe immerhin eine 500.000 Soldaten, also... Plus, ich habe noch ein paar Verbündete auf meiner Seite. So, Moschi wurde bekehrt, jetzt haben wir religiöse Einheit, oder? Nein, eine Provinz fehlt noch.
Die Bengalen hätte ich schon gerne als Bündnispartner. Ach, aber holen wir uns erstmal Gujarat rein. Nee, wieso Tunesien? Mensch, Spiel, was machst du? Ah, armes Tunesien. Ja, die Osmanen greifen alles an, was schwach ist. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Spielstil. Ich würde vielleicht ein Land angreifen, wenn es irgendwie, wenn mein Land dann geografisch besser aussieht, okay, wenn es gut aussieht, okay. Aber wenn ich jetzt hier die Russen, ne, ich habe ja schon erklärt, warum ich die Russen nicht angreifen will, weil ich eben dann hier die gesamte Küste erobert habe und es sieht einfach scheiße aus, ja. Das geht dann hier bis hier runter und ne, das mag ich nicht. Das sieht einfach nur hässlich aus. Also ich nehme jetzt alles als Bündnispartner, was irgendwie geht. Jetzt machen wir nur noch einen Machtpunkt mehr. Vielleicht sollte ich da einen Fokus setzen. Oder nee, ich hole mir da einfach einen besseren, genau. Den da zum Beispiel. Eigentlich könnte ich den sogar befördern. Kostet aber auch einiges. Also die Bengalen würden kein Bündnis eingehen, warum auch immer. Achso, weil ich mit den Chinesen verbündet bin, okay. Ach, die Iberer, die hassen uns halt auch, ne? Alles hasst uns irgendwie, warum auch immer. Die Niederlande fühlt sich bedroht. Ich muss abwarten und schauen, was passiert. Es kann sein, dass die Osmanen mich da angreifen. Es kann alles passieren eigentlich. Es kann sogar sein, dass die Portugiesen mich dann auch angreifen. Na, wobei es glaube ich eher weniger. Theoretisch könnte man jetzt Portugal angreifen. Aber nein. Nein, nein, das reicht schon. Wenn ich jetzt da irgendeinen großen Krieg eröffne, wittern die Osmanen den Braten und greift, oder Schweden wittert dann den Braten und greift uns an. Ja, obwohl wir ihr Papa sind. Ich bin schon stolz, dass mein Sohn so groß werden konnte. Aber er ist nicht mehr mir wohlgesonnen. Vielleicht sollte ich meine Rivalitäten ein bisschen überdenken. Ja, wobei das kostet nur administrative Macht, diplomatische Macht. Ach, wir können bis zu 9 weitere Kulturen hier fördern. Kostet aber jedoch immer nur so 100 Machtpunkte dazu. Ne, 85 nur. Ja, besonders viel bringt das jetzt auch nichts mehr. Nochmal französische Kultur, Lupa und Lunda. Ach ja, die Schweden. Was habt ihr eigentlich gegen mich? Wegen mir existiert ihr. Das dürft ihr nie vergessen. Ihr seid entstanden durch meine Hand. Ich hab euch befreit von Tyrannei der Dänen. Und der König ist gestorben, jetzt regiert die Kaisergemahlin. Für ihn, die recht gut diplomatisch ist. Und sie ist ein charismatischer Verhandlungspartner. Vielleicht kriegen wir da irgendwie noch was diplomatisch gut hin. Ach, die armen Russen, die tun mir echt leid. Hmm.
Ja, ich glaube, es ist auch eine gute Stelle, um den Part zu beenden. Wir haben nur noch 9 Jahre Spielzeit vor uns und ja, bis zum nächsten Part. Mach's gut, euer Janka. Ciao.